Ah, wir sind an der Montessori-Realschule in Dorsten-Wulfen. Und Dorsten-Wulfen ist nördliches Ruhrgebiet. Und das hört man auch. Hier ist Verkehr und hier geht's richtig ab. Und heute dürfen wir mal hinter die Kulissen in den funktionierenden Alltag mal schauen. Wir treffen die Schülerinnen und Schüler, wir treffen alle LernbegleiterInnen, wir treffen die Schulleitung und wollen mal sehen, wie läuft das so mit Montessori, mit dieser Idee. Und die große Frage, die wir haben, ist diese Montessori-Idee die Lösung für alle Probleme unserer Gesellschaft? Die Lehrer sind komplett anders, das System der Schule ist komplett anders. Okay, ihr gebt keine Noten. Okay, das ist strange. Leute, wir sind hier in der Schule. Könnt ihr mal schreien oder mal irgendwie jemanden ermahnen oder so? Ich bin aus dem staatlichen System ausgestiegen, weil ich einfach mit den Arbeitsbedingungen nicht mehr klarkam. Ist die Montessori-Idee die Lösung für all unsere Probleme? Heute ist Freitag, Freitagmorgen. Wir sind an der Montessori-Realschule in Dorsten-Wulfen. Am Montag hatten wir die Schulleitung und einen Lernbegleiter schon zu Gast im Tiefkeller in Herten. Die Bilder seht ihr hier. Also wenn ihr euch wundert, dass wir in diesem Filmchen hier, in diesem Setting hier sind, dann liegt es daran, dass wir das hier am Montag gedreht haben und in der Schule waren wir am darauffolgenden Freitag. Ist kompliziert, hat sich der Timon ausgedacht, soll so sein und ist cool. Genau, und wir wollen auch irgendwas sagen. Vor fast genau einem Jahr, am 29.10.2021, habe ich eine E-Mail von dir bekommen, Susanne. Und wir hatten damals beide einen Vortrag, oder wir drei, für den Deutschen Schulpreis. Also das Gebäude sieht erstmal aus, wie so ein Schulgebäude aussieht. Und ich weiß, ich habe diesen Vortrag gehalten und dachte nach dem Vortrag so, war das too much? War das zu neuartig? Und dann habt ihr eure Schule vorgestellt und ich dachte so, wow! Montessori und das, was ich so als empirischer Bildungsforscher so gesagt habe, das passt, das matchte so. Und seitdem ist bei mir Chaos im Kopf. Und immer wieder, wenn ich bei euch bin oder wir uns unterhalten, merken wir so, okay, da ist ganz viel in common. Ne? Also irgendwie haben wir da einen großen gemeinsamen Nenner. Was würdet ihr sagen? Was ist so unser gemeinsamer Nenner? Was ist so typisch Montessori-Realschule in Dorsten-Wulfen? Ja, super. Cool. Hi. Grüße bei dir. Schön, dass ihr da seid. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir zunächst einmal denselben Anspruch haben, wenn es darum geht, wie wir Schülerinnen und Schüler begleiten wollen. Dass es nämlich nicht darum geht, deklaratives Wissen weiterzugeben, sondern dass es echt darum geht, den Schülerinnen und Schülern Kompetenzen und Strategien an die Hand zu geben, wie sie sich Wissen und Lernen erarbeiten können. Und ich glaube, das ist so der größte gemeinsame Nenner. Und wenn man das dann aufdröselt in kleinere Bereiche, ich glaube, dann merkt man das an den Stellen eben auch immer wieder. Andere Schulen, es ist alles so gleich. Jede Schule sieht sich so ähnlich. Wir gehen ab von anderen Schulen. Also die Kinder, ich weiß nicht, wir gehen respektvoller miteinander um. Wir arbeiten alle viel mehr zusammen. Man fühlt sich mehr zu Hause. Es ist viel familiärer. Die Lehrer, wie die einen duzen. Und wir eben auch die Lehrer. Also es ist angenehmer. Also im Grunde genommen ist das meiner Meinung nach hier eine große Familie. Ja. Das hätte ich schön gesagt. ich finde, das ist... Ich finde, natürlich muss man auch immer von sich selbst ausgehen, aber die Lehrer sehen das natürlich auch. Also wenn du irgendwo Probleme hast, dann sehen die das natürlich und dann wird man da natürlich auch darauf angesprochen. Man muss aber immer wollen. Also wenn du natürlich gar nicht möchtest, dann funktioniert es auch nicht. Ne? Ich glaube, das, was erstmal den meisten, glaube ich, auffällt, ist immer dieses Ding, okay, ihr gebt keine Noten. Okay, das ist strange, weil wir kennen alle das geregelte Schulsystem und wir kennen diese Notenskala von 1 bis 6 und von 1 bis 3 ist alles cool und alles darunter, da müssen wir uns mal unterhalten und im Optimalfall mit Nachhilfe nachsteuern oder so, keine Ahnung. Dass wir das erst ab der 9 einführen, ich glaube, das ist das Offensichtlichste. Aber ich glaube auch, der gesamte Schulalltag, insbesondere mit dieser Freiarbeit, andere Schulen haben sich ja auch schon auf den Weg gemacht, haben sowas wie Lernbüros und sowas eingeführt. Die sind aber bei uns so fest verankert, dass wir, glaube ich, auch schon in dem normalen Schulalltag auf. Dann aber natürlich auch, wie wir dann den Schulalltag beginnen.
Die Kinder kommen jetzt langsam rein in die Schule und finden sich ein. Das ist ja ein offener Anfang. Das heißt, sie können von 7:30 bis 8:00 können die ankommen, wann sie wollen und machen, was sie möchten. Und in einigen Räumen sind schon ein paar Schüler und Schüler da. Und was super auffällig ist, ist, dass es ganz leise ist hier. Und alle direkt an ihre Sachen gehen und ihre Lerntagebücher rausholen und sich überlegen, was sie machen können. Und dann eigentlich nur Unterstützung bekommen. Also die Lernbegleiterin, Lernbegleiter oder Mentorin, also Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, die fragen dann so ein bisschen nach, was sie vorhaben und fangen an zu planen. Jetzt bildet sich hier ein kleiner Sitzkreis und jetzt wird der Tag besprochen, weil es ist 8 Uhr offensichtlich. Was möchtest du machen? Wie gehst du vor? Wie könntest du dein Ziel jetzt für die erste Einheit formulieren? Ich finde, dass grundweg Zensuren und Klausuren und alles, was damit zusammenhängt, das ist absolut defizitorientiert. Ja, also wenn man eine Zensur geben muss oder eben eine Klausur bewertet, man macht sich immer auf die Suche nach Fehlern. Und ich möchte nicht, dass wir uns auf die Suche nach Fehlern machen, sondern dass wir die Stärken hervorheben. Und das ist eben das, was wir schaffen können durch unsere Quartalsberichte, wo wir eben ganz klar sagen, so das und das klappt schon super gut, aber ich gebe dir jetzt einen Tipp, vielleicht klappt es dann noch besser und da kannst du dich entwickeln. Und das, was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass diese Momentaufnahmen und diese Rückmeldung in Form von Ziffernnoten, dass das einfach mal aufgebrochen wird und wir viel mehr in dem Bereich der konstruktiven Kritik sind. Komödiant, Konfirmand, Konsonant, Konstant, Konzertant. Also kann ich auch rein, Alter. Das ist, jetzt weiß ich auch, warum Leute dazu können, die lernen einfach solche Bücher auswendig, dann können die auch rappen. Und könnt ihr mal explizit auch mal klar machen, wo ihr in welchen Jahrgangsstufen, wo ihr auf Klassenarbeiten und oder Noten verzichtet und wie das so von 5 an bis hoch zur Zentralprüfung, wie das bei euch abläuft? Ja, wir verzichten von Klasse 5 bis 8 auf Noten und Klassenarbeiten. Und erst am Ende der 9 gibt es das klassische Ziffernzeugnis, so wie man es kennt. Und auch erst im Jahrgang 9 fangen wir auch an mit den Klassenarbeiten, aber dort auch nur in den Hauptfächern. Nur in den Hauptfächern, genau. Und wie sieht das in den Jahrgängen davor aus? Also gar nicht? Gar keine Rückmeldung oder gibt es irgendwie... Um Gottes Willen, auf jeden Fall gibt es da Rückmeldung und ich hoffe und denke, dass es die beste Möglichkeit oder Form der Rückmeldung ist, auch wenn wir da natürlich auch immer weiter arbeiten und das weiterentwickeln, aber wir machen halt schriftliche Berichte, konstruktive schriftliche Berichte, die sogenannten Bildungsmomente bei uns, die gibt es sogar 4-mal im Schuljahr, also pro Quartal, in dem für jedes Fach aufgedröselt wird und erklärt wird, was schon gut läuft, aber auch konstruktive Kritik geäußert wird. Also das könntest du noch verbessern. Versuch mal dies, also auch mit Lernstrategien und Lerntipps. Was passiert da gerade drin? Sie arbeiten in der Freiarbeit und könnten sich aussuchen, was für ein Thema sie arbeiten und haben sich alle einen eigenen Platz gesucht. Und genau, arbeiten jetzt meistens selbstständig dabei. Jetzt sprichst du von einzelnen Fächern. Ich hätte so gedacht, boah, ihr seid innovativ, ihr denkt anders. Wisst ihr mit Fächergrenzen eigentlich auflösen? Wie denkt ihr darüber nach? Nein, das tun wir auf jeden Fall. Also wir sind sowohl in der Jahrgangsmischung unterwegs. Also bei uns ist es so, dass die 5-6 zusammenarbeitet, der 7.-8. Jahrgang und dann eben 9 und 10. Und auch das Fächerübergreifende auf jeden Fall. Ja, also es ist auch so, dass in unseren Räumlichkeiten immer die Türen offen stehen. Der Hintergrund ist einfach der, dass wir eben alles miteinander vernetzen wollen. Ja, und ganz spannend ist der Ole, der ist in der 5, beschäftigt sich oder wollte sich unbedingt mit 10er-Potenzen beschäftigen. Und da sagte die Susanne gerade, wenn der normalen 5er-Stoff macht, dann bricht er hier alles so quasi. Wie eine Art Zahlenstrahl da unten legst. Auf dem Flur oder hier? So wie du magst. Wo möchtest du gerne arbeiten? Hier. Hier? Alles klar, komm, wir gehen da unten hin. Und sie wird ihm jetzt irgendwie heute Morgen bei den 9ern meine Fortbildung stecken. Also Fortbildung ist so ein bisschen mehr Instruktion, dass sie uns das beigebracht bekommen, also wirklich explizit. Das heißt, der Schüler aus der 5 geht in die 9, um was, weil es zu ihm passt, weil es ist. Und der hockt halt da hinten und spricht über Oktilliarden und Oktillionen und so. Oder Sextillionen. Wahnsinn. Das ist schon ein Ding. Hi, Ole.
Gehst du sonst heute durch die Schule? Ja. Nach den Zehnerpotenzen ist er am Gimbel. Und habt ihr Sorge davor, dass ihr demnächst irgendwann so Noten bekommt? Du bekommst ja schon in 1,5 Jahren dann Noten, ne? Richtig. So ein bisschen. Ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt, dass ich da stehe und Angst habe, dass wir Schlechtes bekommen. Einfach weil die Bildungsmomente auch relativ gut sind. Mhm. Und daraufhin eigentlich nicht so. So ein bisschen, aber nicht. Diese Umstellung dann hinterher, also es sind die Jahrgänge 5 bis 8 Noten frei und dann kommen die auf einmal. Unsere Schülerinnen und Schüler, glaube ich, sind recht gut auf die Zensuren vorbereitet, weil sie sich selber sehr gut einschätzen können. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Eigentlich wissen alle Jugendlichen sehr gut, was sie können und durchaus auch, was sie nicht können. Und deshalb können sie das dann hinterher auch prima selber in eine Zensur übersetzen. Also an sich sind die Bildungsberichte ja nichts anderes als schriftliche Noten. Ja. Das ist der Vorteil bei Bildungsberichten ist aber, da wird uns gesagt, was wir gut machen, was wir verbessern könnten. Und das tragen wir dann in roten Faden ein. Und da wir jeden Morgen da reingucken und alles aufschreiben, können wir dann immer sehen, was wir verbessern wollen und was wir beibehalten können. Das ist eine Definition, Timon, für einen Film. Weiß man schon. Und dann würden wir also sagen, es ist nicht Kuschelpädagogik oder vielleicht doch. Ich habe einen Kollegen, der ist Inklusionsprof, der sagt immer Hochleistungskuscheln. Ja, Hochleistungskuscheln. Und das wäre doch schön, wenn wir es betrieben. Ist es zu weich für die Gesellschaft? Es ist ja trotzdem so, bei uns gibt es ja auch Abgaben nichtsdestotrotz. Und trotzdem werden ja auch Produkte erstellt und Ergebnisse erreicht und auch natürlich nachher auch beurteilt, weil was soll am Ende bei uns auch in den Bildungsmomenten stehen. Also es ist ja nicht so, als würden wir auf alles verzichten. Nur das Wie, der Weg dahin, der ist ein anderer und der wird selbst und unabhängig gestaltet. Meinung? Also meine erste Meinung ist, oder vielleicht auch ein Eindruck, dass hier wesentlich weniger Druck im Kessel ist. Also wenn, glaube ich, in so einer normalen, klassischen Schule die Lehrkraft diesen 45 Minuten so hinterher rennt oder Sorge davor, dass die Zeit nicht mehr weg ist, ist hier so, okay, woran wollt ihr arbeiten? Wir haben Zeit. Okay, go, do it. Ich helfe euch, bin da, wenn ihr meine Hilfe braucht. Und mir scheint so, als wenn dieser Druck durch die Zeit hier ein ganz anderes, also ist nicht da, so scheint es mir. So, die achten drauf, wann sie die Räume wechseln und so, aber es weniger, viel, viel weniger Druck im Kessel, so scheint es mir. Ich weiß nicht, ob die das jetzt als spielen, aber es scheint hier ein bisschen offener. Also ist ja auch offener. Ja. Würdest du ja gerne als Lehrkraft arbeiten? Also wenn du als Lehrkraft arbeitest? Ne? Ja, ich würde mir als Lehrkraft, glaube ich, das richtige Gebäude zu dieser Art des Lernens und Lehrens wünschen, glaube ich. Weil das ist eine Sache, das ist ein klassisches Schulgebäude mit Flur und Räumen. Und das passt nicht zu dem, was sie hier machen, finde ich. Aber das finde ich schade, weil das müsste viel, viel offener sein. Ist es nicht? Ist nicht schlimm, es geht offensichtlich auch so. Ich würde es denen hier voll wünschen. Ich glaube, dann Premium. Aber trotz alledem, man merkt die Kinder, das ist Wahnsinn. Die Jugendlichen, wie die an den Sachen, wie die arbeiten, wie die sich miteinander beschäftigen, das ist ein ganz anderes Miteinander. Das ist schon fast unangenehm. Es ist schon fast unangenehm, dass die so sagen, so, ja, wie geht's dir denn? Warum möchtest du denn gerne arbeiten? Ja, super. Und ich denke, Leute, wir sind hier in der Schule. Könnt ihr mal schreien oder mal irgendwie jemanden ermahnen oder so? Aber das ist doch genau der Bedürfniskram, über den du immer redest. Der Bedürfniskram, ne? Ja, das ist, scheint so. Also was braucht ihr, was wollt ihr gerade? Bitteschön. Das ist nicht Schule, das ist eher so ein, das ist Pädagogik so. Feldi, machst du kurze Pausenüberleitung, aber wirklich nur 3 Sekunden Pauseüberleitung? Das ist Pause. Gut, danke. Lea, du hast gerade schon angefangen, darüber zu sprechen. Du kommst aus einem normalen Regelsystem und bist jetzt hier an der Montessori, an der Reformschule. Sag mal, was anders? Die Lehrer sind komplett anders. Das System der Schule ist komplett anders. Das Verhalten der Kinder. Ich würde sagen, die ganze Schule allgemein ist anders. Man wird halt so angenommen, wie man ist. Alle mögen sich so untereinander. Also wie Lena schon gesagt hat, dadurch, dass wir die Lehrer duzen, so eine familiäre Atmosphäre. Man fühlt sich hier auch so ein Stück weit wie zu Hause. Ihr seid Fünfte in der 5? Ja. Ja, dann
Dann erzählt doch mal, ob ihr gerne zur Schule geht. Geht ihr gerne zur Schule? Ja. Und was ist das Coolste hier an der Schule und so überhaupt? Sag mal eine Sache. Lehrer und die Kinder. Lehrer und die Kiddies? Ja? Ja. Pausen. Das gibt doch Freunde. Es gibt doch Fächer, die. Verschiedene Freunde? Das fünfte und sechste zusammen. Ja. Das ist die Gemeinschaft. Ja. Ja. Es gibt halt auch ganz andere Fächer, die es in der Grundschule gibt. Okay. Ja, cool. Ja, Wahnsinn. Danke. Ihr seid jetzt Teil vom Film. Ja. Cool. Cool. Danke euch. Bis nachher mal. Ich habe noch nie eine Schule gesehen, an der die Schülerinnen und Schüler die Lernbegleiterinnen oder Lehrkräfte geduzt haben. Was ist bei euch hier los? Also, das war für mich auch erst Gewöhnungssache. Ja. Aber man gewöhnt sich da auch schnell dran. Das ist dann auch entspannter. Also, das ist ja schon so auf einem Level alles. Und das ist okay? Das ist gut? Ich finde das super. Ich finde das persönlich. Das ist öffentlich. So. Prinzipiell bietet es erstmal auch den Schülern eine gewisse Nähe. Aber dadurch fehlt trotzdem nicht die Distanz. Häufig wird dann von Lehrerkollegen an staatlichen Schulen gefragt, ja, hast du da nicht das Gefühl, dass die Schüler dich nicht irgendwie respektieren oder so? Oder dass sie dann irgendwie zu cool, zu locker mit dir sind? Aber das macht ja nichts, ob die mich duzen oder siezen, ob die mich jetzt ernst nehmen oder nicht. Das hängt doch nicht davon ab, wie die mich ansprechen. Ich glaube, ehrlich gesagt, durch einen respektvollen Umgang, durch eine Vorbildfunktion, haben die trotzdem eine gewisse Anerkennung der Lehrkraft gegenüber, ob jetzt du oder sie. Das macht zumindest auch bei uns und bei den Kollegen macht das keinen Unterschied. Hallo. Was frage ich euch denn zuerst? Warum ihr hier seid? Warum ihr hier in der Schule seid? Ne, warum ihr hier seid und nicht woanders. Also zu mir, ich muss ja sagen, ich bin Aussteigerin. Ich bin aus dem staatlichen System ausgestiegen, weil ich einfach mit den Arbeitsbedingungen nicht mehr klarkam. Es war viel Zwang, viel To-Do, was ich irgendwie nicht mehr vertreten konnte. Und wenn eben nur noch auf den Lehrplan und nur noch auf Klassenarbeiten geschaut wird, dann verliert man halt die Kinder aus dem Blick. Und das ist das, was unseren Kolleginnen und Kollegen, die dazugestoßen sind und sich bewusst für uns entschieden haben, das ist so deren Grundtenor. Und hier haben wir die Offenheit, die ich mir immer gewünscht habe. Die Kinder sind zufrieden, Bedürfnisse sind erfüllt. Sie müssen nicht sitzen, wie es an der alten Schule war, von 8 bis 3:30 teilweise. Und es ist mucksmäuschenstill. Die Klassenräume sind immer auf, die Türen, und die arbeiten und die entwickeln Ideen von sich aus. Ich muss denen gar nichts großartig vorbereiten. Ich gebe denen die Werkzeuge an die Hand, jeweils, was sie brauchen. Aber die Ideen kommen von den Kindern. Nur wegen von dieser Geschichte. Was bist du? Ja, wie die beiden da vorne, wie im Tatort, beide da haben. Hier ist die Beschwerde, hier ist die Strafanzeige, hier ist das und das. Ja, die Unterschriften sind komisch und hier und da. Krass. Entweder es war Versicherungsbetrug. Oder wirklich die beiden hier sind in die Küche, haben da das Benzin rein, angezündet, ab. Und vorher in der alten Schule, es ist einfach so, ein Lehrer steht vorne und 30 Schüler hören zu und schreiben alles mit. Aber wenn du das nicht mitkommst und du nicht mitkommst, ist das egal. Aber wenn ich jetzt nicht mitkomme, kriege ich nochmal eine extra Fortbildung einzeln. Ich kriege das nochmal einzeln erklärt. Ich kriege dafür nochmal Arbeitsblätter, ich kriege dafür nochmal Material. Also ich würde schon sagen, dass das so besser ist. Marion, du bist keine klassische Lehrerin, sowieso schon mal gar nicht. Warum bist du hier? Ja, gute Frage. Ich habe hier einen Ort gefunden, wo ich wo viele Sachen, die ich richtig finde, eine Haltung wird gelebt. Es ist nicht alles perfekt, aber was immer gleich ist, ist die Einstellung, die wir haben. Und wir haben flache Strukturen, wir versuchen sehr in Kommunikation zu gehen. Wir machen Fehler, aber wir merken, dass wir sie machen. Und ich glaube, diese Offenheit, die ist einmal das Wichtige. Dann die Haltung zum Kind. Und es deckt sich mit dem, wofür ich stehe, also wofür ich auch privat stehe. Tschüss. Jetzt haben wir heute zwei Lehrerinnen auch aus dem staatlichen System, eine aus einem Gymnasium, eine von der Gesamtschule. Und die haben sich so vorhin gefragt, wie fühlt ihr euch wohl nach der Schule? Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Wie fühlt ihr euch nach der Schule? Weil die Schüler haben vorhin gesagt, oder ja doch, die beiden Schüler haben gesagt, wenn die nach Hause gehen, haben die frei. Müssen nichts mehr lernen, nichts mehr machen.
Wie sieht es bei dir aus als Lehrkraft oder als Lernbegleiter? Ich hatte genau den Gedanken schon mehrfach jetzt, weil ich den Vergleich nämlich habe. Wenn ich im Auto saß, sonst, mir haben die Ohren geschallt. Also es war wirklich so, dass ich Rauschen auf den Ohren hatte, einen Drehwurm im Kopf. Du kennst das, wenn du überarbeitet bist, überdreht bist und musstest dich erst erden, hast deine Atemübung auf dem Weg nach Hause eine halbe Stunde gemacht. Es war, auf jeden Fall warst du überdreht. War ich überdreht. Und jetzt aktuell ist es so fließender Übergang in den Freizeitbereich. Das heißt, ich komme hier nicht gestresst raus. Ich gehe hier mit dem Gefühl, mit dem Wohlbefinden raus und auch mit dem, was du gerade sagtest, mit, teilweise auch mit dem Gedanken, das können wir noch machen und in die Richtung können wir weiterdenken. Okay, aber jetzt machst du erst Pause. Also eher geht es in die Richtung. Ich habe kein Ohrenrauschen mehr, ich bin entspannt und ich überlege tatsächlich, wie geht es dann morgen weiter. Aber ich habe nicht mehr die Probleme, dass ich darüber nachdenke, welche Probleme muss ich heute noch lösen. Sowas habe ich im Moment nicht hier. Amanda! Come on! Ja. Oh. Meine letzte Frage erstmal für heute, Susanne, die will ich dir gerne stellen. Ist die Montessori-Idee die Lösung für all unsere Probleme? Ja. Manuel, ist die Montessori-Idee die Lösung für all unsere Probleme? Für viele. Und ich glaube, hier sollten wir einen möglichst bunten Blumenstrauß anbieten, dass für jeden etwas dabei ist und eine wirklich gesunde, vielfältige Bildungslandschaft darstellen, in denen sich auch alle Schulen gegenseitig ergänzen. Andere Schulen, ich bin ja auch noch mit vielen Leuten von anderen Schulen befreundet, die sehen meine Schule nicht als selbstverständlich. Die sagen, dass wir hier sehr komische Leute sind. Aber sie kennen diese Situation hier gar nicht. Sie durchleben diesen Alltag nicht. Und sobald diese Kinder auch auf dieser Schule wären, 2-3 Monate später würden sie sich stark verändert haben, würde ich sagen. Seitdem ich auf dieser Schule bin, ich bin so viel selbstbewusster geworden. Wirklich, ich bin so eine offene Person geworden. Und vorher, ich war wirklich also Katastrophe, würde ich sagen. Aber ich habe mich echt ins Positive verändert. Ich glaube, jeder würde Rücksicht auf die anderen mehr nehmen und einen respektvolleren Umgang als sonst. Vielleicht würde es auch nicht mehr so viel Gewalt und Kriminalität geben. Ja. Und ich habe letztens ein Gespräch mit jemandem geführt, da ging es auch darum, ist denn alles gut? Nein, natürlich ist nicht alles gut, aber ich glaube, wir ermöglichen Kindern hier eine Zeit, wo die nicht zu viel in ihr Päckchen packen müssen. Also wo die abarbeiten können und Sachen, die sie schon drin haben, ausleben können. Also ich glaube, es ist ein guter Beitrag. Und alles, was in Richtung GfK geht, diese ganze Geschichte, glaube ich, wir sind auf einem sehr guten Weg. Nee, wir können die Welt auch nicht retten, aber wir versuchen ein bisschen. Ich stelle ja am Anfang vieler Vorträge immer so die Frage, worum geht es wirklich? Und ob das hier zu erfolgreichem Lernen führt und zu besserer Kompetenzentwicklung, I don't know, weiß man nicht, wissen wir nicht. Das wissen wir auch in der Forschung noch nicht so richtig. Wenn wir jetzt gerade überprüfen, wie also so direkte Förderung und indirekte Förderung zusammen wirkt, dann ist die Forschung da nicht so eindeutig. Nicht so eindeutig, wir wissen es nicht. Deswegen, ob die erfolgreicher werden oder nicht, keine Ahnung, das müssen wir untersuchen, müssen wir herausfinden. Dadurch die Welt besser würde. So. Aber was ist besser? Die Welt würde hart davon profitieren, wenn wir nicht so viel Kriege hätten. Wenn wir uns darauf einigen könnten, Klima zu schützen, Menschenrechte einzuhalten und so weiter und so fort. Und dazu gehört, glaube ich, dass die Menschen bei sich sind, dass sie wissen, wie sie mit sich selbst okay sind, bedürfnisorientiert. Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger. Und dann ist es eher so ein Bildungsgedanke, als wenn wir knallen wirklich Hardcore-Inhalte und so weiter und so fort. Wir bilden uns. Und ich bin mir sicher, dass so die generelle Idee von Montessori, wir stellen das Individuum in den Mittelpunkt und wir agieren bedürfnisorientiert. Ich glaube, dass das den einen oder anderen Krieg verhindern würde und viel Egoismus verhindern würde auf der Welt, weil wir Egoismus, Sarkasmus, Ironie, also all die Sachen, die zu Problemen auch führen unter anderem, die kommen meistens daher, dass die Personen eben nicht bei sich sind oder Misserfolge hatten, zu stark unter Druck standen. Und wenn Menschen das von vornherein lernen und dann auch Wertschätzung an den Tagstecker legen und mit Menschen sensibel umgehen, empathisch reagieren und so und mit sich in Ordnung sind, dann brauchen die nicht neues Land, Menschen umbringen, um noch mehr Geld zu haben und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, die generelle Idee würde die Welt schon besser machen. Ob Kinder und Jugendliche erfolgreicher lernen mit dieser Idee hier, weiß ich nicht. Aber es gibt Wichtigeres als viel zu lernen, das ist klar.